Heute sind wir am Borsigplatz. Hier fährt der BVB rum in ein paar Monaten. Und wer fährt da mit? Der Mario Götze. Ach, Mario, schön, Hi. Dass du da bist. Hi. Weißt du, was wir machen jetzt? Nein. Wir fahren hier die ganze Zeit im Kreis. Na. Weißt du, warum? Nein. Wer fährt hier im Kreis im Mai? Was meinst du? Ich hoffe, wir. Ja, nicht? Ja, ich hoffe es. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Momentan ziemlich hoch, aber man weiß nie. Warum gibst du eigentlich so wenig Interviews? gute Frage, nein. Weil Josef und ich das so besprochen hatten und das vom Verein so ausgegeben wurde. Aber Lust hast du schon? Lust auf jeden Fall, ja klar. Auf sowas? Wenn es tatsächlich passiert im Mai, kannst du uns kurz beschreiben, was dann hier los ist in diesem Kreisel? Was Unvorstellbares eigentlich. Wir werden wahrscheinlich alle Massen aus Dortmund hier sein und werden feiern. Genauso wie auf dem Friedensplatz. Ich habe dir die Schale mitgebracht. Darf man die festhalten oder nein, nicht anfassen? Nein, nicht gucken. Anfassen, ja. Wir gucken, nicht anfassen. Wieder Jürgen Klopp, sagt er auch. Wie ist Jürgen Klopp? Ist das ein harter Trainer? Kann auch so sein, ja. Hat seine zwei Seiten. Wie ist die harte? lautstark. Und sehr emotional, ja. Wir haben ja eben schon ein paar Fans getroffen. Ja. Wie gesagt, Respekt, Mario Götze, guter Vertrag. Wer verwaltet dein Geld? Meine Eltern, mein Berater. Die machen das für mich, ja. Dein Papa ist Professor, dann gibt es Taschengeld von Papa? Nicht mehr, nein. Früher schon, ja. Bis wann? Bis ich 17 war. Also gar nicht so lange her, ein Jahr. Genau. Reden wir über das Derby, Mario. Ja. Was passiert da morgen? Das Stadion wird brennen, glaube ich. Die Fans werden alles dafür tun, dass wir gewinnen und wir natürlich auch auf dem Platz. Und dementsprechend werden wir an die Sache rangehen. Gegen wen spielt ihr? 04? Nein, Herne West. Natürlich. Heißt es doch. Julian Draxler spielt auf Schalker Seite neuerdings. Ein neuer Held. Wie gefällt dir der? Ein sehr guter Spieler. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber was ich gesehen habe jetzt, freut mich auf jeden Fall für ihn. 17 Jahre jung und das muss man erstmal mit dem Alter so machen. Ich fahre mal hier ran, Mario. Alles klar. Bevor wir schwindig werden am Borsigplatz. Ein paar Runden haben wir gedreht. Ja. Schön, dass du da warst. Kein Problem. Dankeschön. Kein Problem. Wir sehen uns im Mai wieder. Alles klar. Danke. Ciao, ciao. Ciao.